Ihr kennt ja unsere ominöse Checkliste von der Marketingabteilung. Und jetzt, weil wir ja neu immer einen Gast in der Runde haben, haben wir noch zusätzlich von der Personalabteilung. Das ist das Büro neben der Marketingabteilung. Die haben sich abgesprochen irgendwie. Genau, haben wir ein Sheet mehr bekommen. Und da ging es einfach darum, dass wir am Anfang irgendwie so würden ein paar Personalien aufnehmen. Muss man alles ehrlich beantworten? Nein, wie immer. Man kann einfach etwas raushauen. Es darf es einfach niemand merken. Okay. Vollständige Namen bitte für das Protokoll. Maya Häusser-Günther. Oh wow, das ist eine neue Information für mich. Mädchenname. Social Media Handle. @bühnenreif. Wenn du die Steuererklärung ausfüllst, was für eine Berufsbezeichnung gibst du an? Immer noch Primarlehrerin. Eine Rückfrage, wenn du, also ist es fakultativ? Jedes Mal, wenn du. Okay. Ich muss jedes Mal überlegen und ich würde lieber keine ausfüllen, weil man dann genau muss eintragen muss, dass wieder nichts reinkommen ist. Okay. Okay, in dem Fall bist du Künstlerin. Ich kann genau sagen, darum bist du, das spricht dafür, dass du nicht mehr Lehrer bist. Jetzt kommen noch ganz relevante Fragen, einfach, es ist wirklich wichtig. Hast du Haustier? Nein. Ich gehe gerne in die Ferien. Sehr gut. Dein Lieblingswochentag? Sonntag. Hast du eine Salatschleudere oder nicht? Nein. Ich bin so gut, dass ich seit 30 Jahren ohne Salatschleudere leben kann. Und jetzt, da müssen wir jetzt einfach nachfragen. Also, wie machst du das? Maya! Ich tue den Salat waschen in mein Sibli und er liegt dort etwa 3 Minuten. Und dann kann man problemlos die Salatsauce drüber tun, wenn die Salatsauce würzig genug ist. Aha. Du hast einfach keine Zeit. Es sind nur 3 Minuten, das hättest du auch. Es ist einfach eine, ich glaube, es ist eine, wir haben eine von den grossen Fragen vom 21. Jahrhundert entdeckt. Ich habe noch nie so viele Rückmeldungen und Traffic gehabt wie über die Frage. So. Das ist so. Geil. Sie scheint wirklich einen Nerv zu treffen von unserer Wir sprechen Zeit. Über Gott, Kunst und Salat. Okay.